vorherrschende Symptome. Auffällig ist ein scheinbar zielloses Suchen und Wandern mit zunehmender Unfähigkeit, alltagspraktische Tätigkeiten auszuführen, zum Beispiel am Tisch zu essen oder sich zu waschen und anzukleiden. Erhebliche Störungen der verbalen Kommunikation. Kindlich erscheinende Gefühle und Verhaltensweisen bestimmen zunehmend die zwischenmenschlichen Beziehungen und Kontakte. Herausforderndes Verhalten kann zu erheblichen Konflikten führen. Soziale Konventionen können nicht mehr eingehalten werden. Die Alltagskompetenz, wie die Körperpflege, das Anziehen, ist erheblich gestört. In der nächsten Szene sehen wir eine Dame im Stadium 2 der Zeitverwirrung einer demenziellen Veränderung, wo also hier und heute, Montag oder Dezember, keinerlei Rollen mehr spielen, beziehungsweise diese Leute springen in ihrer Biografie an bedeutsamen Punkten, die sie erlebt haben, womöglich mehrmals täglich hin und her. Und die Kunst in der validativen Anwendung ist genau da in die Situation reinzutappen und sie dort abzuholen, wo sie stehen. Ich muss aber jetzt hier nach Hause, meine Eltern, kommen Sie mal her. Ich muss jetzt nach Hause, ich muss meine Eltern, die kommen jetzt. Wir müssen doch jetzt zum Essen gehen. Aber ich muss doch jetzt nach Hause, ich muss ja zu Hause was zu essen machen für meine Eltern. Für Ihre Eltern? Ja, ja. Ihre Eltern. Überlegen Sie mal, die sind doch gar nicht mehr da. Wie, meine Eltern sind ja, nicht sind mehr da? Geboren? Wo sind denn meine Eltern? Ach, Frau Lennartz, überlegen Sie doch mal, Sie sind schon so eine alte, reife Dame. Sie sind doch selber schon Großmutter. Ich bin doch noch nicht Großmutter. Doch. Wo sind denn jetzt hier? Wo sind überlegen denn meine Sie, Sie Eltern? Haben so schöne Enkelkinder, Frau Lennartz. Nein, aber das, nein, wo sind denn jetzt meine Eltern? Ja, wo sind Ihre Eltern, die werden wir nicht finden, Frau Lennartz. Nein, die werden wir nicht finden. Wir gehen jetzt essen. Ich suche aber jetzt hier, wo ist denn? Ach gut, Frau Lennartz, hallo. Ich muss jetzt, na gucken Sie mal, ich muss ja Essen machen, meine Eltern. Sie müssen das kommen. Essen machen. Mein Vater legt da ganz großen Wert drauf, dass ich das pünktlich fertig habe, das Ich kenne Ihre Eltern sogar, Frau Lennartz. Ja, Sie die habe ich schon mal kennengelernt. Ja. Und das heißt, Sie warten jetzt darauf. Ja, das muss pünktlich sein. Und Sie müssen das aber auch das fertig muss ich, Das muss ich immer machen. Frau Lennartz, ich muss jetzt kann ich Ihnen dabei helfen? Das wäre ich habe nämlich eine Minute Zeit. Ja. Was müssen wir denn alles machen, damit das Tisch funktioniert? Decken. Den Tisch müssen wir gedeckt haben. Den Tisch muss ich decken. Dann gehen wir da auch schon mal hin. Ja, fangen den wir muss damit ich an. Decken. Mhm. Ja, auch hier sind wir wieder in eine subjektive Realität eingetaucht und haben in einer symmetrischen Kommunikation über ein Spiegeln der Gefühle und insbesondere dem dahinterstehenden Gefühl. Was passiert, wenn jemand seine Eltern sucht? Wie fühlen sich Leute, die auf der Suche nach ihren Eltern sind? Darauf sind wir eingegangen und haben im Ende die demenziell veränderte Frau eine eigene Lösung für die Situation finden lassen und sind dann mit ihr zusammen raus und haben den Raum hergerichtet, wenn dann alle kommen und man zusammen Abendbrot essen kann. Angewandte Techniken. Nonverbal, Berührung, rückversichernde, ruhige Führung. Benennen und Spiegeln des emotionalen Befindens, Pacing und Leading nach NLP. Gefühle annehmen, verbalisieren, wertschätzen. Offene W-Fragen. Eigene Lösungen finden lassen. Die selbstbestimmte Aufgabe oder alte Rolle wertschätzen und einbinden, zum Beispiel als Hausfrau, die Versorgerrolle.